Ich, neues Letztes Kass und so. Ja, herzlich willkommen zum neuen Letztes Kass. Der Mine. Ja, danke. Willkommen auch dir, dich, du, dich. Er, sie, es, wer mithört. Dirk Guido auch hier, genau. Jo. Ja, genau, worum geht's überhaupt? Ja, ich, es geht um das neue Paper Mario, was rauskommt, und zwar Sticker Star. Ja. Ich habe dir heute ja ein Video drüber geschickt. Ich weiß nicht, alles, was uns noch einfällt. Hast du vielleicht noch ein Thema, was du gerne berichten möchtest? Ha? Nö. Nö? Na, vielleicht fällt uns ja noch... Das ist jetzt nicht gespielt. Ich wusste wirklich nicht, worum es in diesem letztes Cast gehen soll. Ja, deshalb ist es ja auch überraschend. Deshalb vielleicht sortierst du eben kurz deine Gedanken, weil dann können wir da reden. Los geht's. Ist eigentlich relativ frisch, ne? Ja. Genau, Nintendo schickt den Klempner wieder in ein neues RPG und diesmal in Sticker Stars, ne? Ich wünschte, ich könnte das ungesehen machen, was ich gesehen habe. Für den 3DS, richtig. Dem Reader habe ich eine kleine Review von dem Spiel gezeigt. Von, ich weiß gar nicht mehr, von wem die Review war. Wie heißt es noch? Explorer, Exploit, irgendwie. Game Explain, irgendwie so. Genau, und da haben die das Spiel etwas gezeigt. Sollen wir anfangen zur Story? Die kannst du ja mal eben kurz erzählen. Dann lehne ich mich zu. Die habe ich schon wieder vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bowser aufgetaucht ist und irgendwas Böses gemacht hat. Ja, genau. In dem Spiel handelt es sich darum, dass es gibt so einen ominösen Sticker-Planet-Komet und der stürzt irgendwie auf die Welt, wo Paper Mario wohnt, quasi hinab. Bei so einer Bühne ist er dann irgendwie in so einem Ding eingekercht und die Peach freut sich und es wird ein Fest darum zelebriert und irgendwie möchte Bowser diesen Kometen anfassen und dadurch passiert das dann halt, dass der Komet in mehrere Teile zerspringt und über das gesamte Mushroom Kingdom, keine Ahnung, aber auf jeden Fall da, wo es stattfindet, also in dem Königreich, Pilzkönigreich und auf der Welt, werden halt diese 6 Splitter verteilt. Das ist die Story. Wunderbar, und ich wette, man muss nicht alle Splitter sammeln. Meinst du nicht? Meinst du, man muss nur einen Splitter sammeln und den Rest den kriegt ja. Einfach geschenkt? So. Auf jeden Fall, ja. Nee, genau, das ist halt so der Plot vom Spiel. Okay, ich will mal sagen, okay, ein Paper Mario Plot war immer sehr flach, ne? Sehr zweidimensional. Genau. Wenig Tiefgang. Genau. Ja. Die werden sonst noch flacher, die Witze, ne? Auf jeden Fall geht's ja auch noch darum, wir diskutieren jetzt ein bisschen darüber, nur was wir gesehen haben, weil wir haben es effektiv nicht hands-on gehabt. Das heißt, es ist einfach nur unser Eindruck nach den Trailern, die wir gesehen haben und jetzt auch nach der Review, weil das ist ja jemand, der hat sich mit dem Spiel befasst. Genau. Wollen wir auf die wesentlichen Änderungen eingehen der Serie? Ja. Okay, dann kannst du ja mal das neue Kampfsystem beschreiben. Okay, also früher war es ja so, man hatte wie in eigentlich fast jedem rundenbasierten RPG mehrere Befehle, zwischen denen man wählen konnte im Kampf. Man konnte halt Angriff machen, Spezialtechniken, dann irgendwie so Spezialsachen wie verteidigen oder sich mit seinem Partner auswechseln. Oder auch ganz banale Sachen wie einfach nur ein Item zu nehmen, um sich zu heilen. Ja, ein Item benutzen, sowas. Und jetzt ist es eben so, es gibt erstens, es gibt keine Begleiter mehr. Ja, das finde ich auch ein großes Manko. Weil die waren ja eigentlich immer so, die haben ja irgendwie den Kick so in die Story gebracht. Ja. Weil die alle irgendwie so andere Persönlichkeiten hatten, die alle irgendwie so mehr oder weniger lustig waren und ja, die haben einfach nochmal zu komischen Situationen kam. Ja, die haben die Story irgendwie echt in Gang gesetzt, ne? Die haben es irgendwie so ein bisschen Liebe, ein bisschen Hintergrund, einfach nur was der Spieler echt möchte, weil du möchtest ja irgendwie interagieren mit der Welt, du möchtest irgendwas kennenlernen. Jedenfalls sind die jetzt komplett weggefallen. Genau. Und die einzigen Befehle, die man jetzt noch im Kampf hat, sind Angriff und Flucht. Geil. Und alles, was man an Aktionen früher machen konnte. Ja, man hat ja auch früher Taktiken, ne? Ja, beschränkt sich jetzt quasi auf Angriff, weil man nämlich nicht mehr normal angreift, sondern man Sticker überall sammelt und jeder Sticker repräsentiert halt einen unterschiedlichen Move. Man benutzt die ganze Zeit nur diese Sticker, um anzugreifen. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Stiefel-Sticker, mit dem springt man dann auf Gegner drauf, wie früher der ganz normale Sprungbefehl. Oder halt einen Hammer-Sticker, dann haut man den Gegner mit einem Hammer. Das
offensichtliche Problem ist natürlich, dass diese begrenzt sind. Das heißt, wenn die einem ausgehen, dann kann man nicht mehr angreifen. Ja, oder wenn man eben nur Sticker von einer bestimmten Art hat, dann kann man irgendwelche Befehle halt einfach nicht ausführen. Ja, genau das haben wir auch besprochen, weil wir haben uns immer die ganze Zeit gefragt, was passiert echt, wenn alles mit diesen Stickern funktioniert und man hat keine mehr? Das war immer meine große Frage. Was man machen kann, weglaufen. Ja, und das ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Bosskämpfen nicht funktionieren wird. Dann hast du quasi geloost, oder was? Ja, und das Problem ist auch, dass das Ganze ziemlich unübersichtlich wird, weil ihr habt halt euer Inventar und das sieht so aus, dass ihr irgendwie acht Seiten oder so hat man, glaube ich, die auf die jeweils 15 Sticker drauf können und die sind halt ungeordnet, man kann sie auch im Kampf nicht mehr ordnen. Und ja, da muss man sich da irgendwie durchsuchen, blättern und keine Ahnung. Ja, klingt irgendwie nicht so intuitiv und ich verstehe den ganzen Sinn auch nicht. Wieso soll es Spaß machen, wenn man nicht mehr irgendwie normal angreifen kann oder irgendwelche anderen total basic Sachen machen kann, stattdessen dafür die ganze Zeit irgendwo Sticker von irgendwelchen Wänden abziehen muss? Das habe ich mir auch gedacht, weil das... Nee, ich wollte nur sagen, du limitierst das Spiel ja einfach nur auf diesen Grundgedanken und ich finde, man hätte das Kampfsystem auch weglassen können, weil du hast ja eigentlich keine Taktiken. Du nimmst einen Sprungsticker, einen Hammersticker und das war's dann. Also du hast keine... Das wird noch nicht erschwert, sogar dadurch, dass man nicht mal mehr das Ziel seines Angriffs wählen kann. Tja. Das heißt, es gibt einen Gegner, es gibt vier Gegner, ja. Ja, die Gegner stehen automatisch in einer Reihe und man greift automatisch den vordersten an. Wenn der stirbt, greift man den dahinter an. Es gibt natürlich auch Skills, mit denen man alle gleichzeitig angreift. Aber wie beschissen ist das? Stell dir vor, der letzte Gegner macht am meisten Schaden und du willst ihn als erstes ausschalten. Das ist sinnlos. Das Einzige, worauf es ankommt, ist echt nur noch, dass man irgendwie massig Sticker hat und gute Sticker hat. Erschwerend hinzu kommt natürlich noch, obwohl es eigentlich ein RPG ist, dass man nicht aufsetzt. Man levelt nicht auf. Ja, genau. Man bekommt keine Erfahrung. Die einzige Art, wie man stärker werden kann, ist dadurch, dass man Sticker sammelt. Ja, und du kriegst, glaube ich, das Einzige, was du kriegst, ist, glaube ich, nach Kämpfen Münzen, ne? Du kriegst Geld. Ja, oder halt, wenn man Glück hat, Sticker. Ja, und es gibt auch noch so ein komisches einarmiger Bandit, den kannst du irgendwie aktivieren im Kampf. Und je nachdem, glaube ich, wie viele Münzen du im Kampf ausgibst, für den wird es leichter, irgendwelche Symbole zu treffen. Drei Stück musst du treffen, um damit irgendwas passiert. Ich glaube, damit du mehrere Sticker in einem Zug benutzen kannst und so ein Scheiß. Ja. Also es war noch so ein extra... irgendwie sowas, dass man irgendwelche Gegenstände im Spiel findet und die dann zu Stickern machen kann, ne? Ja, es gibt so 3D-gemodelte Sachen, die halt wirklich aussehen und die kannst du dann irgendwie später zu Stickern machen. Zum Beispiel irgendwie eine Schere und wenn man dann den Sticker benutzt, dann kommt irgendwie eine Schere an und zerschneidet das Bild und fügt dadurch irgendwie allen Gegnern Schaden zu oder sowas. Ist ja ein netter Effekt, aber derjenige, der die Review gemacht hat, hat auch gesagt, dass bei Bosskämpfen, dass wenn man diese Sticker einsetzt, dass fast jeder Bosskampf total leicht ist. Weil die Dinger extrem hohen Schaden verursachen. Der hat auch gesagt, dass man sich eigentlich Kämpfe komplett sparen kann, weil man ja effektiv nicht leveln kann und sich einfach nur die Sticker aufsparen muss für Bosskämpfe, damit man die halt tot spammen kann. Ja, das heißt, man wird wahrscheinlich die ganze Zeit nur genervt und irgendwann will man ja auch nicht mehr kämpfen, weil warum, wenn es überhaupt keinen Sinn hat? Also ich kann den Gedanken dahinter echt nicht nachvollziehen. Das ist irgendwie, wenn man neue Sticker dafür bekommen würde oder sonst was, dann wäre das ja noch irgendwie ein Anreiz, aber so ist das einfach total dumm. Ja, was gibt's noch an Neuerungen? Die Welt hat sich dramatisch verändert. Ja. Früher war es ja irgendwie so, dass alles so relativ zusammenhängend war. Es gab so Sachen, dass man mit einem Zug wohin fährt oder sowas. Mhm. Jetzt ist es halt so ähnlich wie in den 2D-Jump'n'Runs, dass man eben Levels, also quasi die einzelnen Abschnitte der Welt, auswählt auf einer World Map. Mhm, was ich eigentlich nicht schlecht finde, weil es hat so ein bisschen Mario-Charme. Ja. Allerdings soll die Welt an sich halt so ziemlich leer sein und halt eher so baukastenmäßig, also wie in den Jump'n'Runs. Was eigentlich cool ist, aber sich für so ein RPG und wo es eigentlich um Story gehen sollte und so und wo man in eine Welt verfrachtet werden sollte, nicht wirklich anbietet, weil es total unpersönlich wirkt und dadurch wirkt einfach die ganze Welt so ziemlich lieblos und auch leblos. Ja, die haben auch gesagt, dass es irgendwie keine größeren Städte gibt, sondern dass irgendwie alles nur mit Toads vollgestopft ist. Ja, genau.
Das ist irgendwie auch ein Manko, finde ich. Die man irgendwie quasi als Werkzeug benutzt, indem man sie aufeinander stapelt und als Treppe benutzt und ähnliches. Also was geht. Und ein weiterer Punkt ist, dass es irgendwelche Rätsel gibt im Spiel. Das heißt, ihr seht irgendwelche Barrikaden oder irgendwelche Sachen und wisst schon, welches Item dahin kommt. Aber das Item, was ihr dazu braucht, also der Sticker, der ist dann irgendwo ganz anders verteilt. Das heißt, ihr seid, es ist halt echt Open-World-mäßig und ihr sucht euch einen zurecht und wisst teilweise echt nicht, wo ihr hingehen müsst. So habe ich das rausgehört. Das ist irgendwie dann auch eine blöde Adoption ans Spiel. Also, keine Ahnung, das finde ich an sich nicht schlimm normalerweise in Spielen, aber wie gesagt, auch in diesem Typ von Spiel bietet sich einfach nicht an. Ja, vor allem jedes. Sie sollten sich irgendwie überlegen, was sie machen sollen, wollen. Und keine Ahnung, Paper Mario ist eigentlich ein RPG und sie nehmen komplett die RPG-Elemente raus, ja, und behalten aber das dann voll. Dieses rundenbasierte Kampfsystem, ja. Und irgendwie passt das alles null zusammen. Ja, vor allen Dingen, ich muss auch sagen, die älteren Spiele haben einfach nur Stil, weil du hattest Kapitel. Das heißt, jedes Kapitel hast du neue Charaktere kennengelernt, du hast eine neue Story, du hast andere unterschiedlich gewichtige Kapitel, wo Spannung aufgebaut wird, vielleicht auch so ein bisschen was Gruseliges oder so, also jetzt so Pseudo-Gruseliges halt. Aber das hatte alles Feeling. Das hatte alles Hand und Fuß. Und jetzt wirst du halt einfach in eine Welt katapultiert mit ganz vielen Stickern und sollst dich halt selbst zurechtfinden, ohne dass du so einen richtig roten Faden hast. Also, das wirkt alles so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen limitiert, weil ich denke mal, man könnte mit der Idee von den alten Teilen, könnte man so einen super neuen Teil reinmachen, ohne dass man so viele Sachen rausnimmt aus den alten. Level-System, warum? Warum das wegnehmen? Special-Attacken, warum das rausnehmen? Keine Ahnung. Komplett neues Kampfsystem erfinden, was total wenig an Raffinesse oder Taktik bietet. Und das Allerschlimmste ist für mich das Vergehen, dass man keine Helper mehr hat, also keine Zweitcharaktere. Das ist das Schlimmste eigentlich für mich an dem Es Spiel. ist echt so, als hätten sie das Spiel extra für, keine Ahnung, geistig Behinderte oder extrem kleine Kinder designt. Ja. So, dass man quasi echt überhaupt nichts können muss oder... Es wirkt echt naja, total... was heißt nichts können, aber... Ja, es wirkt so voll casual, ne, so, es ist alles ein bisschen einfacher, du ja. musst nur Sticker sammeln, keine Sorge, du brauchst keine tollen Rätsel oder so zu lösen, du musst einfach nur die Dinger sammeln, am richtigen Zeitpunkt, Ort aktivieren und das war's. Das ist schade, weil ich habe mich auf das Spiel so gefreut. Aber... Ich gar nicht mal so sehr, aber jetzt ist der Anreiz, es zu kaufen, noch umso geringer. Ja, und das ist echt schade, dass gerade das Spiel jetzt irgendwie so ein bisschen für mich in den Schatten gerät. Weil, keine Ahnung, ich habe mich so gefreut, mir wieder auf ein neues RPG. Das ist schon Was heißt so ein bisschen in den Schatten gerät? Also, keine Ahnung, ich sag jetzt echt mal so, ich werde es mir niemals kaufen. Ja, seitdem es liegt irgendwo für 10 Euro rum. Was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Nee, das ist bei Mario-Spielen eigentlich nie so. Ja, und das ist wieder meine Devise, Leute, wenn ihr ein gutes Mario-RPG haben wollt und noch keins besitzt, ihr könnt echt von Superstar Saga bis Super Mario-RPG für den Super Nintendo, was auch für die Wii rausgekommen ist. Ja, und Paper Mario 1 und 2 auf jeden genau, Fall. Genau, die beiden Teile, also die vier Spieltitel und Partners in Time natürlich auch und Bowser's Inside Story ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich kann eigentlich sagen, man alle spielen, auf jeden Fall. Ja klar, durch die Bank weg kann man alle diese Teile extrem empfehlen und sie haben alle einen eigenen Charme und haben alle so die Liebe da drin und das fehlt mir jetzt so ein bisschen bei dem neuen Teil. Ich kann es effektiv nicht hundertprozentig behaupten, weil ich es nicht gespielt habe, ja, aber das, was die Fakten sind mit dem Kampfsystem, mit den Stickern, pipapo, das ist unbalanciert. Das ist ja alles schon irgendwie Bände. Ja, das spricht irgendwie gegen den ganzen Charakter, den das Spiel eigentlich haben sollte. Das ist traurig. Ja. Das ist echt traurig. Ja. Traurig, aber wahr. Ja, müssen wir uns echt den Mund drüber zerreißen. Aber ich kann, wenn ich jetzt noch mal kurz einen Inside-Tipp geben soll, ich kann euch noch auf jeden Fall noch ein Spiel empfehlen, was jetzt nichts mit Paper macht. Oh, welches mag das nur sein? Ja, du weißt es ja schon, ne? Ich denke schon, ja. Nee, ist ein Steam-Spiel, leider nicht für Xbox oder PS3 erhältlich. Es nennt sich Dust Force und es ist nur für Steam? Ja, leider. Gäb's für die Xbox das Spiel, dann hätte ich mir das gekauft, weil, keine Ahnung, ist einfach einfacher, als auf dem PC zu spielen. Ich mag es nicht so gerne, am PC zu spielen, aber ich muss sagen, Dust Force ist ein sehr solides Spiel. So ein bisschen wie Meat Boy, ist sehr viel Geschicklichkeit, ist so ein 2D-Plattformer, wo ihr Laub wegmachen müsst und total krasse Aufbauten von Leveln bewältigen müsst, auch mit einer ganz tollen Engine und es ist einfach ein gutes Spiel. Es kostet jetzt 8 Euro, das kann man entbehren, finde ich. Und dann kann man auf jeden Fall die Zeit vertreiben und auf Highscore-Jagd gehen. Gibt 4 verschiedene Charaktere, Story, keine Ahnung. Gibt keine großartige Story, außer dass er Sachen... Gibt es jetzt eigentlich noch irgendwelche freischaltbaren Charaktere? Es gibt Multiplayer und da gibt es, glaube ich, noch 4 andere Charaktere. Ich weiß nicht, ob man die im Originalspiel... Nur im Multiplayer. Ich weiß es nicht. Ich will nichts erzählen. Also, ich habe es noch nicht durch. Ja, gut.
Möchtest du noch irgendwas empfehlen? Ich spiele gerade Binding of Isaac, aber ich kann es nicht wirklich empfehlen, weil ich es bisher noch nicht einmal durch habe. Weil jedes Mal, wenn man stirbt, fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Ja, ist sehr schwer, ne? Ja. Teilweise ist es auch einfach unfair, weil, keine Ahnung, zum Beispiel findest du ein Item, Dead Sea Scrolls, einmal habe ich das benutzt, da bin ich einfach in einen anderen Raum teleportiert worden. Ja. Später habe ich das gleiche Item nochmal bekommen, habe es benutzt und bin dadurch direkt gestorben. Was? Ja, und da war ich irgendwie in Stage 5 oder so, hatte schon zig Herzcontainer und hatte voll den geilen Kram und so. Einfach tot, Spiel vorbei. Krass, krass, krass. Ja, ich kann aber auch noch sagen, so, wenn wir in die Zukunft blicken, ich würde mal sagen, jetzt so in den nächsten Monaten kommt ja noch die Wii U raus, ne? Da haben wir nichts Tolles parat drüber, aber ich warte auf jeden Fall, also Most Wanted von mir ist immer noch Luigi's Mansion Dark Moon, darauf warte ich. Ja, und dafür braucht man keine Wii U. Zum Glück, ja. Ich hoffe, dass sie es mit dem Spiel nicht so extrem in den Sand setzen, wie jetzt mit Sticker Star. Leute, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich gibt's wirklich keinen, aber auch gar keinen Grund, ja, mir Sticker. Die Wii U zum Release zu holen. Ach so, ja, das wäre auch eine nette, hatten wir mal einen Discuss darüber, wenn ihr euch eins wünscht oder falls ihr irgendwie eine andere Meinung zu dem... Ich glaube, wir haben schon viel über die Wii U geredet, aber man kann eigentlich nie damit aufhören. Also man kann es nicht oft genug sagen. Ja, man kann sich oft genug sagen, dass die Konsole wahrscheinlich stark anlaufen wird, aber ich glaube auch relativ schnell wieder vom Tisch ist. Also vom Gesprächsthema. Ja, ich meine, für mich wäre das einzige auch nur ansatzweise relevante Spiel dafür, das Mario 2D. Ja, und ich glaube, darüber haben wir uns auch schon im Mund fusselig geredet, warum nicht mal das wirklich ein Anreiz ist. Ja, aber ich habe... wir quasi das gleiche Spiel jetzt schon 5-mal serviert bekommen haben und es jetzt nicht nochmal brauchen. Ja, aber ich habe das auch beobachtet im Internet. Es gibt trotzdem extrem viele Nintendo-Anhänger, die einfach blind zugreifen. Ja, ja. Das finde ich auch teilweise ein bisschen erschreckend. Aber ich denke mal... auch wenn ich irgendwie ausnahmsweise mal mein 3DS dabei habe und dann irgendwelche Streetpass-Leute habe, die haben dann immer als letztgespieltes Spiel halt den jeweils neuesten Mario-Teil. Ja. Zumindest so bis zu einem Monat oder so nach dem Release. Ich wollte es auch noch... Gruselig. Ja, ich wollte auch nur sagen, ich denke mal auch die meisten Nintendo-Fans, die kaufen sich eine Wii U, weil die von der Wii jetzt halt, wahrscheinlich, weil die echt nur eine Wii besitzen. Ich denke mal, das ist der Knackpunkt und noch gar keine HD-Konsole haben und dann halt die nächste Konsole, für die halt eine HD-Konsole wäre. Ich habe ja eine Xbox mir gekauft zwischenzeitlich, weil ich einfach eine Menge von Spielen noch nachholen wollte, die gut sind. Und ich denke mal, das ist so das, was den eingefleischten Nintendo-Fans, die echt nur Nintendo spielen, ich glaube, das ist das, was das irgendwie ein bisschen unterscheidet. Ja. Die irgendwie nicht Mut zur Lücke bewiesen haben und gesagt haben, okay, ich hole mir vielleicht eine Box oder eine PS3. Ich muss sagen, ich bin ja auch ein großer Nintendo-Anhänger. Aber ich auch. Aber so langsam verliere ich meinen Glauben. Ja. Wenn ich das so behaupten darf. Nee, ich bin einfach kritischer. Ich bin einfach kritischer als damals geworden. Ja, ich bin immer noch ein Riesenfan von älteren Nintendo-Titeln und finde die auch immer noch geiler als irgendwie so das meiste, was Xbox oder so. Ja, die sind echt immer noch over the top. Aber ich finde einfach, man sollte sich nicht einfach so lassen. Man sollte sich nicht einfach so auf eine Firma konzentrieren, sondern sollte irgendwie auch anderen Sachen eine Chance geben, weil... Naja, was hat das Unternehmen mit der Qualität der Spiele zu tun? Die Spiele sind alle von anderen Entwicklern und... Ja genau, da haben ja die Firmen, also die Spielefirmen haben... Schränkt ja euch nicht sinnlos ein, dann habt ihr irgendwie mehr Spaß und mehr Kram zum Zocken. Deshalb ist das ja auch ein Argument, warum ich mir das Dust Force gekauft habe. Es gibt es für keine Konsole, es gibt es einfach nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe einen Steam-Account und die 8 Euro, okay, 8 Euro. Überleg mal, was kriegst du für 8 Euro heutzutage für Spiele? Ja, aber das wertet für mich das Spiel überhaupt nicht ab. Nö. Also es gibt eine Menge Spiele, die kosten 20, 30 Euro und da denkst du dir nach, keine Ahnung, noch ein paar Stunden, ja okay, war jetzt doch nicht so der Bringer. Aber das ist natürlich auch ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich auch, Superstar sage, nee, nicht Superstar sage, ich heiße Sticker Star. Schreibt mal einfach in die Comments, wie ja, ihr spielt. Genau, findet, wie das, ihr das kommt ja noch dazu, fucking 40 Euro. Oder? 45, glaube ich. 45? Ja, sind nicht, die 3DS-Spiele kosten keine 40 Euro, die kosten auch 45. Ich weiß es nicht, deshalb frage ich. Wegen 3D und so. Was für ein Schwachsinn. Ja, alles was 3D ist, kostet. Nee, ist besser. Ja, genau. Ja, oh, Leute. Warum gibt's noch keine 3D-Pornos? Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, das besprechen wir wann anders. Genau. Wir würden einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Thema was anfangen. Wenn ja, schreibt es bitte unten in die Comments, macht ein Like drunter und schreibt vielleicht eure Meinung dazu. Ja. Das wär's von mir. Von dir auch, ne? Ja, soweit.
Wie gesagt, nicht vergessen zu liken. Abonniert den Channel, wenn ihr Bock habt. Wir haben ganz viel so Kram. Immer wenn ein neues Nintendo Direct Event kommt oder so, sind wir dabei. Nehmen es auseinander. Systematisch. Laden es direkt hoch, nachdem es ausgestrahlt wurde. Ja, wir machen mit Live-Commentary. Ja, erklären vielleicht Sachen, die man sonst vielleicht nicht versteht, weil es ja auch meistens auf der Punch ist. Genau. Und falls ihr irgendwie einen Vorschlag habt für ein nächstes Thema oder sonst was, schreibt einfach eine PM und wir setzen uns dann zusammen und werden etwas ausbaldobern für euch. So sieht's aus, ne? Bitte? Ja. So, dann bis zum nächsten Mal.